Wollfuß und Frank Buschmann melden sich heute für Sie aus der UEFA Champions League. Aus der Königsklasse im europäischen Fußball, da wo die Spitzenclubs aufeinandertreffen. Wir zeigen Ihnen heute die Partie AEK Athen gegen den FC Bayern. Beide wollen ja heute unbedingt einen Fehlstart vermeiden an Spieltag 1 in der UEFA Champions League. Es gilt wie immer, möglichst gut reinzukommen in diesen Wettbewerb. Da die Einblendung, so will der Gastgeber heute starten. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen und zwar aus dem Mittelfeld. In taktischer Hinsicht greifen sie immer wieder zum Tiki-Taka. Ja, das sehen wir oft von ihnen, dieses blitzschnelle Kurzpassspiel. Die wollen über den Ballbesitz ihre Spiele dominieren. Ich bin gespannt, ob das heute gelingt. So, jetzt geht's hier los. In diesem Spiel in der UEFA Champions League. Erster Spieltag. Wir freuen uns auf eine interessante Begegnung. So, natürlich kein Problem. Er holt sich den Ball. Wird das seine Torchance? Petros Mantalos. Süle. Robben. Thomas Müller. Bei einem können wir uns heute sicher sein, dass er vorne für Unruhe sorgt. Thomas Müller. Ja, Wolf, der geht gerne die weiten Wege, ist zumindest gefühlt überall auf dem Platz und auch deshalb so erfolgreich. Einer der Besten in der Offensive und trotzdem auf dem Boden geblieben. Klar, dass sie vorne heute vor allem Robert Lewandowski suchen werden, oder Buschi? Herr Wolf, ein absoluter Ausnahmestürmer. Auf seine Torjägerqualitäten wird es heute ankommen. Ball kommt an, was machen Sie daraus? Souverän gemacht vom Torwart. Sie kommen jetzt über außen. Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Wie siehst du sie, die Bayern, im heutigen Spiel, Buschi? Müller, klasse! Robben jetzt. Sie können sich befreien, tolle Aktion. Holt. Dimitro Chigrinski. Konstantinos Galanopoulos. Anastasios Pakasetas. Petros Mantalos. Das könnte eine Gelegenheit werden. Da kommt der Schuss. Und klasse Abwehr von Hummels. Da blockt er fantastisch. Einmal mehr. Petros Mantalos. Holt. Und direkt zurückgespielt. Tonaridis. Jetzt könnte der Pass kommen. Hereingabe. Schade. Da war sicher mehr drin. Ribéry.
Mit der Zeit ist aus Franck Ribéry ein richtiger Teamplayer geworden, ne, Buschi? Ja, du, der erfüllt Defensivaufgaben. Das war, drücken wir es vorsichtig aus, nicht immer so. Sie sind jetzt gerade doch ziemlich passiv und haben hinten jede Menge Beton verbaut. Das könnte gefährlich werden. Lewandowski. Nun Lewandowski. Jetzt Lewandowski. Der Ball von Thiago kommt nicht an. Noch Havertz beim Abschluss. Kein Tor bislang für die Bayern. Goretzka. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Die Flanke bleibt hängen. Sie müssen aufpassen. Der Ball ist im Aus. Einwurf für die Bayern. Goretzka. Thiago. Müller. Und nun ein Schuss. Da muss mehr kommen, Freunde. So wird das sicher nichts mit dem Tor. David Alaba am Ball. Ich sag's mal so. David Alaba weiß im Moment noch gar nicht, wie gut er wirklich ist. Ja, also taktisch, athletisch ist er eh schon top. Seit einiger Zeit versucht er sich aber auch noch als Distanzschütze, vor allem bei Freistößen. Und das, ja, muss man sagen, auch erfolgreich. Da kommt die Flanke. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Super gemacht, den klärt er hervorragend. Und Müller. Der Ball soll jetzt zu Robert Lewandowski. Da können sie erstmal klären. Thomas Müller. Den spielt er wieder zurück. Könnte gefährlich werden nach dem Einwurf für die Bayern. Goretzka. Auch dieser Ball kommt an, das macht er gut heute. Thiago. Und jetzt Müller. Müller, klasse! Voller Einsatz, Schuss geblockt. Das ist ein Eckball für die Bayern. Ecke Robben. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Eine weitere Ecke. Bei Lewandowski geht heute nicht viel zusammen. Zu zögerlich, was er hier heute zeigt, würde ich sagen. Er versucht einfach zu selten zum Abschluss zu kommen. Robben mit der Ecke. Hummels. Oh, er trifft die Latte. Ich habe den schon drin gesehen, Buschi. Ja, aber nicht mit dem Verteidiger. Er kommt da tatsächlich noch vor der Torlinie ran. So, jetzt ist erstmal Pause. Steht hier noch 0:0. Ich bin gespannt, ob hier ein Team in der zweiten Hälfte noch mal mehr ins Risiko geht. Wie siehst du die Leistung von Lewandowski bislang in diesem Spiel? Wenn ein Mann von dieser Klasse so schwach spielt, dann hast du es als Mannschaft schwer. Sehen wir ja auch am aktuellen Ergebnis bisher nur Remis. Und damit gehen wir rein in Durchgang 2. In diesem Gruppenspiel in der UEFA Champions League. Und bisher ist das eine interessante Partie. Goretzka. Nivaya. Petros Mantalos. Anastasios Pakasetas. Alaba. Ribéry. Und jetzt gibt es Einwurf. Und jetzt Hummels. Thomas Müller jetzt. Sehr gute Passquote hat er heute. Auch der Ball kommt an. Goretzka. Sie müssen schneller spielen. Dann könnten sie die Defensive überraschen. Gehalten. Ganz knappe Nummer. Ich weiß nicht, ob das nicht doch gleiche Höhe war.
Hult. Wird das eine Torchance? Klonaridis. Petros Mantalos. Er hat Zeit. Jetzt eine gute Flanke. Ja, das sah gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. Nivaya. Kommt jetzt die Flanke rein? Und das ist der Ballverlust. Er zieht ab. Und Ecke. Die Chance jetzt hier vielleicht für den Außenseiter. Schauen wir mal, was sie draus machen. Nun wird es Wechsel auf beiden Seiten geben. Ecke kommt. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Wieder Ecke. Mal sehen, was sie draus machen. Die Fans hoffen auf die Führung jetzt bei dieser Ecke. Die Ecke kommt rein. Das macht er stark. Er hat kein Problem. Spiel unterbrochen. Gibt Freistoß für die Münchner. Gut gemacht, er hat den Ball erobert. Die Bayern wollen wechseln. Dmytro Tschigrinski. Einwurf für die Bayern, gute Position. Es tut sich was an der Seitenlinie. Bayern bringt einen neuen Spieler. Richtig, Thiago Alcantara verlässt den Platz und Javi Martinez kommt rein. Um für Stabilität zu sorgen. Abspiel war nicht gut, der Ball über die Linie. Ökonomu. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Jetzt ist Pass von Robben. Für sie läuft das Spiel absolut nach Plan, die Führung jetzt. Konzept geht auf, sie liegen vorn und können jetzt der Partie den Stempel aufdrücken. So ist das. Als Profi musst du beidfüßig sein. Und da zeigt er hier mit seinem Tor, dass er es ist. Er bevorzugt sonst den anderen Fuß. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Mit dem Spielstand konnte man rechnen. Die Bayern sind vorne. Ökonomu. Petros Mantalos. Klonaridis. Da ist Platz. Da ist die Flanke. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Gutes Stellungsspiel und so holt er sich den Ball. Robben. Jetzt sind sie am Ball. Petros Mantalos. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Macht er ihn. Gut gemacht. Der Ball ist erstmal raus. Einwurf. Es tut sich was an der Seitenlinie. Bayern bringt einen neuen Spieler. So ist es, Wolf. Franck Ribéry verlässt das Spiel. Klonaridis. Ball kommt rein. Und so geht der Ball natürlich nicht rein. Manuel Neuer ist da. Rodriguez. James jetzt am Ball. Klonaridis. Und das ist der Ballverlust. Und die Flanke.
Hereingabe jetzt. Aber hier kommt kein Mitspieler dran. Und jetzt ist der Ball geklärt. Mit diesen Fans im Rücken geht jetzt vielleicht noch mal was, oder Buschi? Ich glaube auch, das könnte hier noch mal eine ganz, ganz enge Kiste werden. Klasse Einsatz. Hummels. Nun Javi Martinez. Der Blick zur Uhr, noch 7 Minuten. Ein guter Pass. Ja, nicht der erste. Sie sind heute gut drauf. Weiter hoffen die Fans auf den späten Ausgleich in dieser Partie. James jetzt am Ball. Robben. Der FC Bayern bekommt den Freistoß. Trainer bringt einen neuen Spieler. Der wechselt jetzt bei AEK Athen, Buschi. Ja, und warten wir mal ab, wie das dann im Spiel aussehen wird nach dieser Umstellung. Ich weiß nicht, ob er das direkt versuchen wird. Die Distanz ist enorm bei diesem Freistoß. Süle. Der Abwehrspieler steht richtig und fängt das Zuspiel ab. Das war wichtig. Jetzt gibt's den Endspurt. 3 Minuten Nachspielzeit. Die letzte reguläre Spielminute läuft. Anastasios Pakasetas. Oikonomou. Das war's für heute. Niederlage also in der UEFA Champions League Gruppenphase. Nicht das erhoffte Ergebnis. Wie hast du Lewandowski heute gesehen in diesem Spiel? Ganz wichtiger Mann bei diesem tollen Sieg. Sein Tor hat den Ausschlag gegeben. Da hat er mal wieder gezeigt, was er drauf hat. So fragile, like it was built to break off the handle. How'd we get to this place? We're leaving everything behind for new and exciting future.